In Hungary, you are not welcome. Again, I will tell you, you have to go back. Das ist schon nicht nur anstrengend, sondern auch demütigend irgendwie. Das hat bei ein paar meiner Familienmitglieder schon krassere Auswirkungen. Also die sind echt fertig. Ich habe auch keine Lust mehr, mich hinter der nächsten Ecke wieder anschreien zu lassen. Kommen Sie bitte mit mir. Gut, willkommen in Deutschland. Wir sind von der Bundespolizei. Can you speak English? Please? Verstehen Sie, was ich sage? Nein, nein. So langsam möchte ich schon auch einfach mal pennen. Oh. Oh. Sie halten sich illegal in Deutschland auf. Hier ist die Polizei. Aber ich wäre schon lieber liegen geblieben, als jetzt wieder raus zu müssen. Haben Sie in einem anderen Land Asyl beantragt? Have you applied for asylum in another country? Nein. Wir werden jetzt verkünden, wir haben eine Entscheidung getroffen, wer im Land bleiben darf und wer abgeschoben wird. Wir fangen mit der Familie Kallio an. Weiterhin waren Sie laut unserer Nachforschung in Ihrem Land auch mit im Militär tätig gewesen, sodass wir uns gegen einen Verbleib im Land entschieden haben und Sie deswegen abgeschoben werden. Es besteht für Sie keine Gefahr im Land, sodass auch Sie abgeschoben werden. Die Familie Aboko hat uns angegeben, dass sie Farmer sind, deren Farm zerstört wurde und dass sie von der Armee getötet werden. Die Gründe, warum sie von der Armee getötet werden, klingen primär erstmal plausibel, sodass die Familie Aboko erstmal eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung erhält. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was fandst du denn am schlimmsten von all dem, was uns da so passiert ist? Das angeschrien werden. Also, ja, das fand ich auch schlimm. Familienoberhaupt zu sein und immer diejenige zu sein, die immer wieder komplett angeschrien wurde. Und ja, das war nicht so schön. Am Schluss gibt's noch eine Feedbackrunde. Da haben wir auch beide uns ja die Ecke geteilt. Erst jetzt erfahren wir, einer der Mitarbeiter vom Roten Kreuz ist selbst Flüchtling, der eine harte Flucht hinter sich hat. I'm Ali, I'm from Syria, 28 years old, started IT. Here you feel safe, you can quit anytime, nobody will hurt you, you can go back home. You are in your land and you speak German. Me, no, the opposite. There is no sleeping, tourists all the time. You don't know if next day you will die or not. Maybe you will not see your family again. Why do you think this roleplay is a good thing, a good project? I don't want to get experience about this in real life. Of course I don't like that. I want to give you one reason to rethink about these people. Don't behave with refugees like refugees. Behave them just like you, like me, like Julian. We are friends. I don't care, he's Germany, I'm Syria. Just friends. Die große Frage, die ich mir gestellt habe, war ja, kannst du in so einem Rollenspiel dich überhaupt ansatzweise in den Flüchtling auf der Flucht reinversetzen? Und ich würde sagen, nein, so wirklich kannst du das nicht. Aber du bekommst eine Ahnung, wie hilflos und ausgeliefert sich Flüchtlinge fühlen, wenn sie immer wieder vor Grenzbeamten stehen, wenn sie immer wieder schikaniert werden und wenn sie immer wieder einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Schon krass, ne? Wie bereits 24 Stunden einen in die Mangel nehmen können. Und es ist ja immer noch kein Vergleich mit einer echten Flucht.